vergessen, wie stabil manchmal Verhältnisse sind. In dem Moment, wo wir diese Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht nutzen, verkümmern sie. Wir dürfen nicht in die Falle gehen, die Verantwortung nur beim Einzelnen zu suchen. Ich bin Psychologe oder genauer gesagt eigentlich Entscheidungsforscher, und als Entscheidungsforscher interessiert mich die Frage, wenn die Welt sich plötzlich ändert, wie entscheiden sich Menschen neu? Wie gehen sie mit diesem Wandel um? Und die Pandemie, sofern sie denn überhaupt etwas Gutes hatte, dann sicher, dass sie demonstriert hat, dass Menschen sich ändern können, und zwar relativ schnell, und wir unser Verhalten ändern können. Eine zweite Hinsicht, in der Wandel für uns interessant ist, ist, dass wir Menschen ja auch konstant die Umwelt verändern. Die Art und Weise, wie wir unsere Informationsumgebung radikalst verändert haben. Und ein dritter Sinn, der für uns auch ganz wichtig ist, ist die Frage der Koevolution. Das heißt, die Umwelt, die sich ändert, ändert auch uns. Und wir im Prozess des Änderns ändern auch wieder die Umwelt. Und diese Dynamik zu verstehen, ist der dritte Begriff von Wandel, den wir sehr interessant finden. Sehr spannend. Bei mir ist es so, dass eigentlich die Frage nach Wandel und Transformation meine ganze berufliche bisherige Laufbahn geprägt hat. Also ich bin Politologin von Hause aus. Eigentlich komme ich aus der Konfliktbearbeitung oder tatsächlich Konflikttransformation. Und seitdem interessiert es mich einfach, besser zu verstehen, wie kann Wandel, wie kann Transformation vonstatten gehen. Also die Analyse, aber eben auch die Umsetzung. Also was braucht es, wen braucht es, welche Umfeld und Umweltbedingungen braucht es dafür. Und jetzt arbeite ich ja in der internationalen Kooperation und Entwicklungszusammenarbeit. Jetzt verstehen wir uns eigentlich als Agenten für Transformation. Also die zu unterstützen, die tatsächlich die Transformation umsetzen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir diese Rolle wirklich beibehalten, als Begleiter, Begleiterinnen da zu sein, aber nicht das übernehmen, was eigentlich Akteure vor Ort selber gestalten müssen und wollen. Also Konstanze, an das, was du gesagt hast, kann ich direkt anschließen als Soziologe. Den Soziologen interessiert am Wandel natürlich der soziale Wandel, und ich würde eine wichtige Unterscheidung einführen, nämlich die Frage zwischen einem Wandel, der ohnehin stattfindet, und einem geplanten oder gewollten oder intendierten Wandel. Das sind ja doch zwei unterschiedliche Dinge. Wir haben in der Soziologie natürlich permanent mit Wandlungs-, mit Veränderungs-, mit Transformationsprozessen zu tun und vergessen dabei bisweilen, wie stabil manchmal Verhältnisse sind, also wie träge soziale Ordnung ist, wie träge soziale Erwartungen sind, dass wir immer wieder die gleichen Fehler machen, dass es bisweilen nicht reicht, den Wandel einfach auszurufen und Wissen darüber zu haben, wie man ihn eigentlich bewerkstelligen sollte. Absolut. Und dann laufen die Dinge doch so, wie sie weiterlaufen. Insofern ist dieser Wandelbegriff eigentlich sehr, sehr interessant, weil er nur gemeinsam mit Beharrlichkeit eigentlich gedacht werden kann. Also fast wie so in Kantschen Kategorien. Ja? Also Zeit kann man nur zusammen mit Beharrlichkeit denken. Und das findet sich empirisch in der sozialen Welt überall vor. Was mich als erstes angesprungen hat aus dieser Frage, auch so wie sie jetzt gestellt wurde von Bürgern, was der Einzelne eigentlich ist. Wer ist der Einzelne? Also wo oder ist er oder sie verortet in der Gesellschaft? Was gibt es für Ressourcen? Was hat er oder sie eigentlich für Teilhabe, für Gestaltungsmöglichkeiten, überhaupt Verantwortung zu übernehmen? Da gehört sicherlich rein Bildung, Ressourcen, Status etc. Das ist mir als erstes entgegengesprungen. Das ist auch was, was wir jetzt bei uns in der Entwicklungszusammenarbeit natürlich immer in den Blick nehmen, weil wir eigentlich genau das versuchen zu stärken, diese Kapazitäten. Also wir nennen das dann Handlungs- und Regiekompetenz, überhaupt etwas in die Hand zu nehmen. Also ich würde gerne anschließen an den Begriff der Kapazitäten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also was ich verantworten kann, das begrenzt sich eigentlich auf die Dinge, die ich selber tatsächlich auch beeinflussen kann. Ja, das ist ja doch etwas durchaus. Ich kann keine Verantwortung übernehmen für Dinge, die sich vollkommen meinem Zugriff entziehen. Und insofern ist eine Kapazität natürlich wichtig. Man kann ja gar nicht gegen Verantwortung reden, aber wir wollen ja die Verantwortung immer für die besonders großen Dinge haben. Also die Bewältigung des Klimawandels kann ich nur so weit verantworten, als ich selbst vielleicht öfter dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln statt mit dem Auto fahre oder keine innerdeutschen Flugreisen mache. Aber das ist sozusagen durchaus begrenzt. Und das muss man immer mitdenken, wenn man so einen großen Begriff wie Verantwortung verwendet.
Also ich habe anders reagiert auf die Frage, als ihr darauf reagiert habt. Mein Gefühl war, das ist für mich eine eindeutig normative Frage. Hm. Soll der Einzelne denn Verantwortung übernehmen? Soll er das, er oder sie das übernehmen? Und mein Empfinden war, ich bin Verhaltenswissenschaftler, ich bin Psychologe, ich arbeite deskriptiv, ich will Verhalten beschreiben, ich will das aber nicht normativ vorgeben. Das heißt, für mich ist das eigentlich eine Frage, die zum Beispiel aus der Ethik heraus beantwortet werden müsste. Was ich an der Frage auch ganz, und wenn die Zivilgesellschaft, die Politik der Meinung, die Meinung hat, in einem Diskurs zu der Meinung kommt, ja, Menschen sollten als Individuen Verantwortung übernehmen, kann ich als Verhaltenswissenschaftler darüber nachdenken, was kann ich tun, was können wir tun, um das zu stärken, diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich meine, also beide Dinge, die wir beide jetzt gesagt haben, gehen doch auch in diese Richtung. Ja, wir haben ja versucht zu sagen, also was kann man eigentlich machen, wenn man Verantwortung übernehmen soll? Die normative Frage, naja, die ist eigentlich auch relativ leicht zu beantworten. Niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, bitte übernimm keine Verantwortung. Aber das ist nicht die Fragestellung für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das würde ich auch so sehen. Ja. Und ein anderer Punkt, der mir noch durch den Kopf gegangen ist, ist auch, jeder und jeder Einzelne ist natürlich, hat unterschiedliche Rollen. Ja. Ja, also wir sitzen jetzt hier als Wissenschaftler oder als Arbeitnehmerin, wir sitzen als vielleicht Vater, Tochter, Mutter, Sohn im Familienkontext, wir sind alle irgendwie in das Marktgeschehen eingebaut, wir treffen Marktentscheidungen als Kunden, als Kundinnen und wir wählen natürlich auch. Also auch mit diesen, in diesen unterschiedlichen Rollen haben wir schon einen gewissen Gestaltungsraum, Gestaltungsmöglichkeit, jenseits der großen ethischen Fragen auch Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht ein Aspekt, der mir noch ganz wichtig ist, ist der, dass in der Frage mitschwingt, oder man könnte die Frage so interpretieren, dass der Einzelne für die gegenwärtige Situation verantwortlich ist. Und es ist sicher richtig, dass wir durch unser individuelles Verhalten dazu beitragen. Aber du hast auch gesagt, wir sind Teil eines Marktgeschehens. Mhm. Der Marktgeschehen hat viele Players, hat viele Agenten. Mhm. Und wenn wir über Transformation, Wandel nachdenken und wer verantwortlich ist, dann müssen wir, dürfen wir nicht die Gefahr in die Falle gehen, die Verantwortung nur beim Einzelnen zu suchen, sondern wir müssen natürlich über Strukturen, über Anreize, über Regulation etc. nachdenken. Ja. Und insbesondere wir in der Psychologie neigen dazu, nur das Individuum im Blick zu nehmen. Deswegen ist ja auch die Soziologie in der, bei dieser Frage so ungeheuer wichtig. Wir machen natürlich oft den komplementären Fehler und denken, dass es nur in den Strukturen liegt. Aber das gemeinsam zu denken, ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt auch eine Verantwortungsüberlastung. Ja, man darf von Leuten nicht Dinge verlangen, die sie mit ihren Ressourcen gar nicht erreichen können. Dann kann man nämlich keine Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist es auch kein wirklich wissenschaftlich adäquater Begriff, sondern einer, der natürlich in der Gesellschaft vorkommt als Forderung. Mhm. Aber wir können natürlich wissenschaftlich darauf reagieren. Mhm. Ich glaube auch, da ist noch ein, also die Frage wurde gestellt von Bürgern in Deutschland. Aus einer internationalen, globalen Perspektive könnte man auch sagen, das hat eine gewisse Grenzen, so eine Frage zu stellen. Also aus zweierlei Gründen. Das eine ist natürlich, es gibt viele Regionen in der Welt, wo Hunderte von Millionen von Menschen erstmal über das Essen nachdenken oder überhaupt erstmal über das Überleben, Existenz nachdenken, bevor sie überhaupt in so eine Gestaltungsfrage kommen. Und das zweite, denke ich auch, dass wir natürlich hier auch so geprägt sind, dass wir als Individuen überhaupt eine Rolle spielen. Es gibt ja andere Kulturen, in denen wir als in ganz andere Strukturen eingebettet sind, sei es Clan oder Familie oder anderes, wo es gar nicht so wesentlich ist, was der Einzelne tut. Vielleicht hat man da noch eine größere Verantwortung, sozusagen die Strukturen nicht zu verlassen und zu stark abzuhalten. Oder die Strukturen zu prägen von innen heraus. Die Frage ist wirklich sehr schwierig, weil was ist denn eigentlich das Richtige? Es gibt eine starke Erwartung an Wissenschaft, dass sie das sagen könnte, was das Richtige denn eigentlich sei. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das mit der Umsetzung ist natürlich eine der wichtigsten Fragen. Also nehmen wir mal an, wir könnten das in der Wissenschaft wirklich, das wirklich Richtige sagen. Selbst dann wäre das Problem noch nicht gelöst. Aber musst du denn sagen als Wissenschaftler, was das Richtige ist? Eigentlich geht es nur darum, dass das Individuum für sich sagt, ich möchte beispielsweise meinen Fleischkonsum ändern und das ist für mich richtig, oder? Na, wenn man so ein Thema wie den Klimawandel nimmt, dann wissen wir doch eine ganze Menge darüber, was eigentlich getan werden müsste. Also wir wissen, dass weniger CO2 ausgestoßen werden sollte und werden muss, würde ich sogar sagen. Das wissen wir ziemlich genau. Aber das umzusetzen in eine gesellschaftliche Praxis, in der das auch funktioniert, also nicht nur eine individuelle, sondern eine gesellschaftliche Praxis, das ist außerordentlich schwierig. Und dieses Beispiel ist natürlich insofern ein einfaches Beispiel, als wir da mal ein Beispiel haben, an dem man wirklich sagen kann, da gibt es relativ sicher
sicheres Wissen. Aber diese Gesellschaft ist nicht in erster Linie wissensgetrieben. Und das muss man als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin explizit zur Kenntnis nehmen. Und selbst wenn du sagst, wir haben vielleicht einen Konsens, dass weniger CO2 in die Erdatmosphäre gestoßen werden soll, die Schritte davor sind ja, da gibt es keinen Konsens. Wie kommen wir denn dahin? Also was beschränken wir denn vorher? Machen wir, verbieten wir Inlandsflüge? Machen wir den Kohleausstieg schneller? Da die Gebäudesanierung, wo kommt eigentlich das Geld hin, um diese Schritte zu gestalten? Das wären ja auch politische Fragen, ja, die also im politischen ganz System genau zu beantworten ja sind. Ne? Interessant. Ich hätte die Frage ganz anders verstanden. Ich hätte die Frage so verstanden, was steht bei uns als Individuen im Weg, damit wir unsere Ziele, die wir ja an der Jahreswende immer haben, die nicht umsetzen. Warum ist das denn so schwierig? Und so eine ganz einfache Heuristik aus den Verhaltenswissenschaften ist, dass mindestens drei Komponenten zusammenkommen müssen, damit Verhalten umgesetzt werden kann. Das ist Kompetenz oder Capabilities, war ja auch ein Begriff, den du vorhin hattest, aber auch Opportunität, kann gleich noch was dazu sagen. Und das dritte ist Motivation. Mhm. Und an jeder Stelle, wenn eins davon schief geht, dann wird das Verhalten nicht ausgeübt. Und Opportunität beispielsweise ist natürlich, möchte ich gerne den Nahverkehr nutzen, aber ich wohne auf dem Land Klar. und es gibt keinen Nahverkehr. Ja. Das heißt, der Wandel des Verhaltens braucht auch eine Infrastruktur, um diesen Wandel möglich zu machen und braucht Motivation und braucht die Fähigkeit, denkt an ältere Leute, die im Bus drin stehen und Angst haben, dass sie umfallen. Und diese Dinge müssen alle zusammenpassen und das erklärt, warum Wandel so schwierig ist. Zur Motivation habe ich auch noch was. Das passt zu einem Gedanken, den ich dazu habe, nämlich diesem Disconnect zwischen dem, was wir verstehen, was global gerecht wäre, sowohl wenn wir die Weltkugel anschauen, global, aber auch sozusagen in der Generationengerechtigkeit gerecht wäre. Ja? Dass wir schauen, wir beschränken uns jetzt, damit eben zukünftige Generationen da auch eine Welt vorfinden, die trotzdem noch lebenswert ist. Das ist vielleicht eine Motivation, aber auch nicht für jeden eine Motivation, weil es vielleicht auch ein Gefühl ist, ich muss mich jetzt ganz doll beschränken und habe aber gar nichts davon, wenn dann in drei Generationen irgendwas passiert. Das ginge vielleicht noch, wenn man die eigene Familienlinie im Kopf behält, aber wenn wir das Globale zusammenspielen, dann ist das natürlich ein Riesenthema. Das merken wir zum Beispiel ganz aktuell auch bei Corona, die Covid-Vakzine. Wir kommen als Europäer und US-Amerikaner und wie auch immer in den globalen Süden nach Afrika und möchten, dass die sich alle impfen lassen. Die sagen, alles schön und gut, wir haben ganz andere Probleme. Malaria, Durchfallerkrankungen sind viel akuter und nur damit ihr dann eure Lieferketten nicht zerstört bekommt, sollen wir uns jetzt impfen lassen. Da gibt es natürlich noch andere Schwierigkeiten, aber das hat auch mit Motivation zu tun. Ja. Warum soll ich mich dann so einschränken, wenn das nicht direkt erfahrbar auch mit ist? Mit Reziprozität, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Begriff. Ja. Also ich würde allem zustimmen tatsächlich, aber das hört sich sehr reflektiert und selbstreflektiert. Mhm. Ich glaube ja, dass vieles in unserem Verhalten, ich weiß gar nicht, ob das nicht eher der Beritt des Psychologen ist, viel weniger bewusst passiert, sondern viel stärker eigentlich in so trägen Gewohnheiten, also bei denen wir feststellen, wir wissen schon irgendwie, was wir eigentlich tun sollten und man kann sogar Wissenschaftler befragen, die uns ein paar Tipps dazu geben, aber der Alltag ist eigentlich viel stabiler als wir selbst und viel mächtiger bisweilen als unsere Motive und unser Willen. Und auch das ist ja etwas, was vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus einer psychologischen Perspektive, aus deiner Politikwissenschaft, fand ich total interessant, das auch auf andere Weltregionen zu beziehen. Und aus einer soziologischen Perspektive, handeln heißt nicht immer, rationale Motive zu haben, die man dann umsetzt, sondern das sind Dinge, die eingebettet sind in Strukturen, die wir selbst durch das Handeln gar nicht kontrollieren können. Aber vielleicht manchmal müssen. Hm. Vielleicht darf ich da ganz kurz noch drauf aufsetzen, weil ich glaube, du hast völlig recht mit der Beobachtung und der Bemerkung, dass vieles von unserem Verhalten automatisiert ist. Hm. Automatismen sind Routinen. Und das ist eine gute Sache, weil wir können nicht ständig über die Dinge nachdenken und reflektieren. Das würde uns auch maßlos überfordern. Das bedeutet aber auch, dass die Herausforderung darin besteht, alte Automatismen durch neue Automatismen zu ersetzen. Hm. Und das ist ein Prozess, der nicht einfach ist. Und dazu braucht man auch Kompetenzen. Aber diese Kompetenzen, die kann man erlernen. Da steckt ganz schön viel drin, ne? Was ich frappierend finde an der Frage ist, dass das suggeriert, ja, jetzt kann es ja losgehen. Aber wenn ich mir Weiterentwickeln angucke, ist das natürlich schon eine Bewertung. Da steckt eigentlich ein ganzer Entwicklungsprozess schon davor, der schon geschehen sein muss. Also wie sind denn eigentlich die Ziele, auf die es
zuzusteuern gilt oder wie ist die Strategie, wie ist die Orientierung, wohin denn weiterentwickeln, aber sicherlich auch, ja, zu welchen Kosten, mit wem am Tisch, wer darf mitentscheiden, wer darf überhaupt steuern und entscheiden, wie wollen wir das machen. Also ein ganzer Diskurs, gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der eigentlich schon gelaufen sein müsste, um dann zu sagen, okay, wie können wir uns eigentlich weiterentwickeln. Also ich muss gestehen, dass ich bei dieser Frage mir, wenn mir die Möglichkeit zur Verfügung stehen würde, die Haare zu Berge stehen würden. Und zwar als Soziologe, das ist natürlich eine berechtigte Frage, klar, aber die Gesellschaft ist kein Wir. Also das wäre sozusagen schon das, was ein Gesellschaftstheoretiker dazu sagen müsste. Wenn man Gesellschaft für eine Großgruppe halten würde, die man mit Wir natürlich bezeichnen, dann würde eine Gruppe, ja, also wir drei sind natürlich ein Wir, aber die Gesellschaft ist nicht so eine Großgruppe, dann wird womöglich die Antwort in eine falsche Richtung gelenkt. Also wenn wir eine Großgruppe wären, dann könnte man ja sagen, wenn wir nur gemeinsame Werte und Normen hätten, dann wird man das machen. Und wenn wir uns angemessen verhalten, dann wird das schon gehen. Aber eine Gesellschaft ist was Komplexeres. Sie besteht aus sehr unterschiedlichen Logiken, aus sehr unterschiedlichen legitimen Interessen. Also es ist was anderes, ob ich politische Sätze sage oder ökonomische Probleme lösen muss. Ein wissenschaftlicher Satz ist ein anderer als ein juristischer oder ein rechtlicher. Und eigentlich ist eine Gesellschaft eher die Gleichzeitigkeit von sehr unterschiedlichen Dingen. Deshalb passt dieses Wir nicht. Wir ist eigentlich ein politischer Begriff. Also ich weiß nicht, ob das für die Politikwissenschaftlerin dann das Entscheidende wäre. Klar, politisch muss man ein Wir herstellen. Ja? Also auch die, die zu nicht zur Mehrheit aber gehören, herstellen. Müssen loyal bleiben. Herstellen. Genau, der Punkt. Es ist nicht einfach, ist es nicht einfach gegeben. Genau. Also selbst dort ist es nicht gegeben. Und insofern, ja, eine Gesellschaft ist sehr komplex, die sich nicht zu einer Einheit begrifflich aufrunden lässt, was die Lösung der angesprochenen Frage noch schwieriger macht. Ja. Ja? Also in welche Richtung soll sie sich entwickeln? Was ist das Ziel? Du hast das alles gesagt, muss ich nicht wiederholen. Vielleicht kann ich noch einen anderen Aspekt einbringen, aber der schließt an euch beide an. Konstanze, du hast gesagt, da muss schon eine ganze Menge vorher passiert sein, damit wir uns überhaupt auf diese Ziele einigen können. Du hast davon gesprochen, dass wir es so nicht gibt. Mhm. Aber die Frage, die man, und das verstehe ich auch oder ist für mich auch in der Frage enthalten, ist, ob wir unsere politische Struktur, unsere Demokratie weiterentwickeln können, um bessere Wege zu finden, solche Ziele auszudiskutieren, einen Diskurs, einen vernünftigen Diskurs dazu zu haben. Also ich glaube, insbesondere in Zeiten von sozialen Medien und ihr kennt alle die Phänomene, die damit einhergehen, Hate Speech etc., müssen wir uns die Frage stellen, wie organisieren wir den Diskurs, sodass wir am Ende auch klare Ziele identifizieren können. Was mich da ganz besonders fasziniert, ich vermute, dass ihr beide das Beispiel kennt aus Irland, dieser Versuch der partizipativen und deliberaten Demokratie, wo 99 Bürger zufällig ausgewählt wurden, um auszudiskutieren, wie wollen wir mit dem Thema Abtreibung umgehen. Und es gelungen ist in Irland, diese Frage zu befrieden und tatsächlich einen gesellschaftlichen Konsensus herzustellen. Ich glaube, so kann man die Frage auch interpretieren, wie entwickeln wir unsere Institutionen weiter? So Methodik auch, ne? Ja. Also das setzt ja bereits eigentlich ein politisches System voraus, das in sich stabil sein muss. Also das ist richtig, ja. Politische Systeme sind dann stabil, wenn auch diejenigen, die nicht zur Mehrheit gehören, loyal bleiben. Das ist und ja das eine Stimme Problem. Haben. Und eine Stimme haben. Gut, das sollte in Demokratien also ohnehin der Fall sein, ne? Aber dass sie tatsächlich auch loyal zu einer Mehrheitsentscheidung stehen können, dann kann sowas ganz gut funktionieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann können solche ja sehr konflikthaften Themen natürlich zu Polarisierungen von Gesellschaften führen. Auch in Demokratien übrigens, wir erleben das in den USA zurzeit. Ich würde gerne noch an euch beide, sowohl an den Soziologen wie an die Politikwissenschaftlerin, noch eine Frage stellen, die für mich auch damit einhergeht. Oder die Assoziation, die ich hatte. Ich habe den Eindruck, jetzt rede ich als Bürger dieses Staates und nicht als Wissenschaftler, dass wir im Wettbewerb der Systeme stehen. Und zwar im knallharten Wettbewerb der Systeme. Also wenn ich an das chinesische System denke oder auch an das russische System. Und was wir auch beobachten ist, dass die liberale Demokratie in einem so schlechten Zustand ist, historisch betrachtet, wie noch nie zuvor. Das heißt, wie können wir in diesem knallharten Wettbewerb der Systeme, und der wird noch härter werden, weil der Druck noch größer werden wird, wie können wir in diesem Wettbewerb diese Ziele auch tatsächlich noch erreichen? Und weil das wird Verlierer und Gewinner bei diesen Zielen geben. Und wie machen wir das? Wie kriegen wir das als Gesellschaft noch hin? Da wäre ich total interessiert, was die Politikwissenschaftlerin und der Soziologe dazu sagen. Also spontane Reaktion. Das ernst nehmen und das ausfüllen, was wir haben. Also die Gestaltungsmöglichkeiten ernsthaft
und ein bisschen ehrfürchtig vielleicht sogar nutzen und da drin leben. Weil in dem Moment, wo wir nicht wählen gehen oder wo wir diese Mitbestimmungsmöglichkeiten nicht nutzen, verkümmern sie, glaube ich, und werden sie auch gekapert von anderen. Mhm. Vielleicht ist schon die Frage ein Teil der Lösung. Wir leben doch jetzt, haben doch lange in einer Phase gelebt, die man so Globalisierung genannt hat, wo wir gedacht haben, dass fast alles auf Augenhöhe und symmetrisch ist in vielen Praktiken, in ökonomischen, auch in politischen. Wir erleben zurzeit, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht muss man das einfach mal zur Kenntnis nehmen. Dann wird vielleicht auch die liberale Demokratie politisierbar wieder. Ich glaube, man kann die Frage auf viele verschiedene Arten verstehen, aber zwei Leute fallen mir ein, die dazu was zu sagen haben. Der eine ist John Rawls, der politische Philosoph, der von dem Schleier des Unwissens, der Ignoranz sprach. Das heißt, wir konstruieren unsere Gesellschaft im Urzustand, wenn wir alle noch nicht wissen, welche Position wir in dieser Gesellschaft haben. Und dann müssten eigentlich Partikularinteressen wegfallen und wir konstruieren eine Gesellschaft, die es uns erlaubt, dass der Gemeinnutzen möglichst gut gefördert wird. Der andere Name, der mir einfällt, und ich finde, der gehört ja auch rein, ist Thomas Piketty. Er ist der französische Ökonom, der darüber sprach und spricht, ob der Kapitalismus, so wie wir ihn verstehen und praktizieren, im Prinzip eigentlich nicht unsere Lebensgrundlage und auch die Grundlagen unserer Demokratie untergräbt. Das heißt, ich glaube, wir müssen diese Frage beantworten, nicht nur aus einer wissenschaftlichen Perspektive, sondern es braucht einen politischen, zivilgesellschaftlichen Diskurs. Wie wollen wir diese Gesellschaft gestalten? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es ist auch eigentlich keine wissenschaftliche Frage, sondern also was mir da durch den Kopf geht, ist, wir erleben eine andere Art der Organisation von politischen Meinungen. Früher gab es die Kirche, die politischen Parteien, die Gewerkschaft, sicherlich noch ein, zwei andere Strukturen, die klar hierarchisch als Organisationen aufgebaut waren. Da gab es eine klare Entscheidungsstruktur, eine Steuerungsstruktur. Da wurden Positionen festgelegt und dafür gekämpft. Heute sehen wir ganz andere Bewegungen eher. Ja? Wir haben Fridays for Future, wir haben auch Querdenker, also auch Massen, die auf die Straße gehen, die die politische Agenda mit beeinflussen, Themen draufsetzen, auch MeToo, also eher über die sozialen Medien als Hashtag-Bewegung. Und das ist viel unsortierter, viel spontaner, viel unklarer, wer da eigentlich maßgebend ist, welche Stimme lauter gehört wird als andere. Und ich finde, da ist auch noch gar nicht so ganz klar, ob es eine positive oder eine negative Entwicklung ist, weil es einfach eine andere Art ist, die Öffentlichkeit auf die Straße zu bringen und genau das, politische Entscheidungen und Entscheidungsprozesse zu beeinflussen und voranzutreiben. Ich meine, wenn man die Frage wirklich ernst nimmt, dann würde ich jetzt als Soziologe wieder den unsympathischen Satz sagen, wir organisieren die Welt gar nicht politisch. Ja. Also weil das gar nicht geht. Ja, Politik ist auch nur ein Teil der Gesellschaft oder der Welt. Es wird vielleicht schon reichen zu fragen, wie kann eigentlich ein politisches System in der Lage sein, zu Entscheidungen einerseits zu kommen und auf der anderen Seite alle Gruppen in der Gesellschaft mit zu repräsentieren. Und das nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Das geht ein bisschen in die Rawls-Richtung. Und wenn ich jetzt anfangen würde zu träumen, sagen, vielleicht können wir ja irgendwann anfangen, öffentlich über Sachfragen zu diskutieren. Also nicht nur die Repräsentationsfrage, sondern wirklich, wie kann man die Klimawandelfrage eigentlich lösen? Was braucht man eigentlich für Instrumente, um soziale Ungleichheit, man wird sie nie abschaffen können, aber zumindest so zu haben, dass alle Beteiligten damit leben können? Wie gehen wir eigentlich mit Herausforderungen von neuen Formen von Gerechtigkeit und Symmetrieerwartungen um? Und zwar mit dem Wie. Also was ist eigentlich der Sachaspekt, den man dafür braucht? Vielleicht ist das die Deformation professionell eines Wissenschaftlers, dass er das in den Vordergrund stellt. Nee, weiß ich gar nicht, aber mir geht gerade durch den Kopf, dass eigentlich diese eher loseren Bewegungen ja das genau ermöglichen, dass man genau diese Sachfragen auch diskutiert, dass man sich zumindest einbringen kann. Wer dann zuhört, weiß man nicht so ganz genau, weil es eine etwas schwer greifbare Runde ist, aber das ermöglicht schon einen Diskurs in bestimmten Sachen. An Fridays for Future kann man es ja sehen. Also das ist ja doch eine sehr erfolgreiche Bewegung. Sie kann nicht die Lösungen bieten, aber niemand kann sich nicht zum Thema verhalten, obwohl das Thema seit 30, 40, 50 Jahren in der Öffentlichkeit ja bekannt ist. In der Tat, ja. Nochmal zu dem zurück, was du vorhin sagtest. Wollen wir eine Neugestaltung der Gesellschaft? Wollen wir mit Ungleichheit anders umgehen als in der Vergangenheit? Und die Wissenschaft kann verschiedene Modelle liefern. Aber die Frage dazu, das muss
denke ich, dann eine Entscheidung sein, die demokratisch legitimiert sein muss. Absolut. Ich glaube, an der Stelle kommen die beiden Dinge zusammen. Die Wissenschaft kann Angebote machen, kann analysieren, aber wir als Bürger müssen uns dann entscheiden, was wir denn genau wollen und wie wichtig uns auch diese Ziele sind, auch wenn wir mit den Interessenskonflikten umgehen. Und auch das, was du sagst, fand ich auch total spannend. Wir müssen Sachfragen diskutieren. Und das erinnert mich wieder an die Frage oder an das Modell Irland und die Frage, wie wir befriedenden Diskurs zu der Frage Abtreibung. Und vielleicht brauchen wir solche, ich meine nicht Bürgerentscheide, sondern ich meine sachliche, partizipative und deliberate Komponenten der Demokratie, die wir in Deutschland so wenig haben, für mein Empfinden. Wobei es interessant ist, dass die Frage ja fragt, gerechter. Die Frage, in der Frage steckt nicht, wie können wir effizienter werden, wie können wir bessere technologische Lösungen finden, sondern gerechter. Also da ist schon natürlich Sachelemente sind drin, weil es um Umverteilung geht, um Gleichberechtigung, Teilhabe etc. Aber da steckt, also ich als Nicht-Psychologin würde sagen, da steckt unheimlich viel Emotion drin und unheimlich viel Kultur, Werte etc. jenseits des Kognitiven. Ich bin viel skeptischer, was Partizipation angeht. Also Partizipation kann die Komplexität auch so erhöhen, dass man womöglich gar nicht mehr zu Entscheidungen kommt. Also das muss man immer mitsehen. Normativ ist das sicherlich, kann man nichts dagegen sagen. Operativ kennen wir, dass das Partizipationsprozesse oft schwierig sind. Die Demokratie, wie wir sie haben, unterbricht Partizipation und ist deshalb bisweilen stabil. Partizipation dauert auf jeden Fall viel länger, als wenn es eine Person oder eine Instanz gibt, die Entscheidungen trifft und einfach durch. Aber deswegen finde ich ja dieses Beispiel aus Irland so faszinierend, weil es eine ganz konkrete Form der Partizipation ist. Weil wir leben ja auch in der Gesellschaft, das bemerken wir ja auch selber, die zum Teil, Gott sei Dank Deutschland, noch nicht so sehr wie beispielsweise USA, die polarisiert ist. Ja. Und wenn wir es auch schaffen müssen, solche Konflikte wieder so auszuloten und auszuarbeiten, dass wir auch zu einer konsensualen Lösung kommen, die dann auch getragen wird. Vielleicht kann man daran lernen, dass Demokratie nicht für die Konsense gemacht ist, sondern für Konflikte. Richtig. Wenn am Ende etwas rauskommt, was man Konsens nennen kann, ist es ja nicht schlecht. Wir müssen Angebote machen, die andere nicht ablehnen können. Das wäre doch mal was. Das hört sich bekannt an. Aus ganz anderem Kontext. Naja, vielleicht ist es gar nicht so spannend, welche Impulse man so mitnimmt, sondern wie das eigentlich passiert. Ich finde es besonders spannend, mit einer Kollegin und einem Kollegen zu sprechen, die, sagen wir mal, von den Fächerstrukturen nicht ganz weit weg sind, sondern ein bisschen nah. Und da sind eigentlich die interessantesten Differenzen dann da, über die man dann auch reden kann. Und außerdem, vielleicht ist ja für die Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, dass wir keine eindeutigen Antworten gegeben haben. Ja. Und das ist ja oft die Erwartung an Wissenschaft. Und insofern haben wir uns eigentlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz gut irgendwie geschlagen, weil wir diese Eindeutigkeit vermieden haben. Ich werde immer nervös, wenn Wissenschaftler zu eindeutig reden. Mhm. Was ich mitnehme, ist erstmal, dass ich unglaublich sympathische Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, muss ich sagen. Aber ich nehme noch was anderes mit. Ich nehme aus den Fragen der Bürgerinnen und Bürger mit, ist, dass ich glaube, wir alle an einem Punkt angekommen sind oder viele von uns an einem Punkt angekommen sind, wo wir das Gefühl haben, wir müssen was ändern. Mhm. Die Art und Weise, wie wir leben, das Paradigma unseres Wirtschaften etc., es ist so einer Spannung ausgesetzt, solchen Widersprüchen ausgesetzt, dass wir einfach nicht mehr darüber hinwegschauen können und so tun können, Business as usual. Das ist das eine, was ich aus den Fragen, das nehme ich auch aus euren Antworten mit. Das andere, und das ist ein Klischee, aber es ist trotzdem richtig, obgleich es ein Klischee ist, dass ich den Eindruck hatte, keiner von uns hat das alleinige Rezept. Sondern was wir brauchen, ist tatsächlich eine crossdisziplinäre, interdisziplinäre Analyse dieser ganzen Probleme. Und dazu gehört nicht nur die Wissenschaft, sondern da gehört auch die Zivilgesellschaft und die Politik dazu. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, aus dieser Krise, die wir, glaube ich, alle spüren, aus der auch wieder konstruktiv herauszukommen. Das greife ich gerne auf, weil dieses gerade crossdisziplinär oder interdisziplinär, das glaube ich auch ist, wir brauchen es. Und ich glaube, die Probleme sind so komplex, die wir jetzt behandeln müssen, auf die wir uns einstellen müssen, für die wir Lösungen finden müssen, dass auch die Lösungen nur interdisziplinär sein können. Und im besten Falle sind sie vielleicht auch Lösungen, die unterschiedliche Krisenherde auch adressieren wiederum. Ja?
so könnte vielleicht ein Schuh draus werden, dass wir nicht nur merken, wir müssen miteinander reden, sondern es bringt auch was, miteinander zu reden. Ja. Also wir sind ja alle drei irgendwie ein bisschen skeptisch. Ja? Also skeptisch im Hinblick darauf, dass wir unser wissenschaftliches Zeug nicht einfach in die Welt werfen können und dann glauben wir, dass alles funktioniert. Ich glaube ja, und wir sind ja alle drei im weitesten Sinne Sozialverhaltenswissenschaften da durchaus sehr ähnlich, dass wir das selbst zu einem wissenschaftlichen Thema machen müssen. Mhm. Wie die Schnittstellen eigentlich zwischen Wissenschaft und Politik, zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Wissenschaft und Ökonomie, zwischen Wissenschaft und Kultur, was auch immer funktionieren, dass wir das nicht einfach sozusagen sich selbst überlassen, sondern das zu einem explizit wissenschaftlichen Thema machen. Und da würde ich schon sagen, das können wir drei, glaube ich, auch sehr unterschiedlich an den Disziplinen machen. Das könnte ganz produktiv sein.